Schlangen sind giftig, Tauben sind naiv und machen Dreck. Sympathisch sind beide Tiere den meisten von uns nicht. Dennoch können wir uns an ihnen ein Beispiel nehmen, meint Jesus. Und das kam so. Jesus wollte seine Schülerinnen und Schüler in die Welt schicken. Alle sollten es hören und erleben, dass Gott sich stark macht für die Armen und Schwachen, dass er Gerechtigkeit will und uns Menschen dafür in den Dienst nimmt. Vorher gab er ihnen noch den Rat, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Denn nicht alle werden es hören wollen, was sie zu sagen haben, ahnte Jesus bereits. Wer kennt das nicht? Sich im Sinne Jesu einzusetzen für die Armen und Schwachen macht unser Leben nicht unbedingt einfacher. Wir stoßen auf Ablehnung, geraten in Widersprüche und das Leben erscheint uns verworren wie ein fast undurchdringliches Dickicht. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Für solche Situationen will Jesus uns Mut machen. Ihr werdet einen Weg finden, sagt er uns. So wie die wendigen Schlangen ihren Weg finden durch das Gestrüpp. Klug werden sie deshalb genannt. Da klingt für uns immer auch etwas Heimtücke mit. Schlangen stehen bei uns nicht eben hoch im Kurs. Im Griechischen werden die Schlangen an dieser Stelle als verständig oder weise charakterisiert. Weise zu werden braucht auch Zeit. Darum habt Geduld mit euch und eurer Aufgabe, gibt Jesus uns weiter mit. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Seid wie die Tauben geduldig und ausdauernd. Das mag sich zunächst naiv anhören. Doch wenn wir gelassen bleiben, können wir klarer erkennen, was richtig ist oder falsch, was dem Leben nützt oder ihm schadet. Weisheit und Geduld finden wir, wenn wir kritisch auf die Geschichten hören, die uns in der Bibel erzählt werden. Sie laden uns ein, dem zu vertrauen, der mit uns Geduld hat und uns Weisheit schenkt, um in seinem Sinne zu handeln. Eben klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.